Mein Wunsch für diesen Dialog ist, dass wir wirklich über Fragen des Glaubens miteinander ins Gespräch kommen. Oft sind es eher politische Fragen, die wir stellen. Ich bin Georg Betzing, der Bischof von Limburg, und in der Deutschen Bischofskonferenz bin ich der Vorsitzende der Unterkommission für den interreligiösen Dialog. Der Dialog zwischen den Religionen ist ein Auftrag, den das Zweite Vatikanische Konzil in der Erklärung Nostra Aetate der Kirche als Auftrag gegeben hat. Mit den Menschen, vor allem denen, die den einen Gott bezeugen, das heißt also mit den jüdischen Glaubensgeschwistern und mit den muslimischen Gläubigen, in einem kontinuierlichen Gespräch zu sein. Der konkrete Dialog, etwa mit unseren muslimischen Gesprächspartnern, setzt natürlich die Ehrfurcht voreinander voraus. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Jesus Christus seine Geburt, seine Mutter Maria, dass er im Koran eine hohe Bedeutung und die Ehre als Prophet erfahren hat. Das sind für uns ja Ansatzpunkte, mit den Muslimen zu sprechen. Das sind im Grunde immer unsere Nachbarn. Ja, Frankfurt ist schon ein spannendes Pflaster, also eine multikulturelle Stadt. 196 Nationen leben dort in einer Stadt. Die Weltreligionen sind vertreten. Und das Erstaunliche ist, es gibt dort wirklich ein Bemühen der religiösen Menschen, miteinander am Tisch zu sitzen. Es gibt also einen runden Tisch der Religionen. Präsidiert wird er im Moment auch von einem katholischen Vertreter, in dem sich die gläubigen Menschen dieser Stadt einfach zu gemeinsamen Fragen äußern, auch gegenüber der Politik, aber auch etwa zu Fragen von Fundamentalismus, Terrorismus, von Gewalt sehr deutlich Stellung nehmen und da gemeinsam auftreten. Das ist etwas, was ich sehr schätzen gelernt habe. Und ganz vor Ort, also sozusagen unten an der Basis, gibt es viele gemeinsame Projekte, die etwa Christen und Muslime miteinander tun, um gute Nachbarschaft zu leben, um die Konflikte, die natürlich auch da sind in bestimmten Stadtteilen, so zu bearbeiten, dass sie möglichst nicht gewalttätig werden, dass Menschen nicht zu Schaden kommen, dass man nicht gegeneinander aufsteht. Die Frankfurter sind da sehr selbstbewusst und sagen, hier hat es seit vielen, vielen Jahren keine Gewalt gegeben. Und das ist sicher dem regelmäßigen Gespräch, der Vertrautheit auch der Menschen verschiedenen Glaubens miteinander zu danken. Es gibt Rückschläge, die wir auch erleben. Beispielsweise ist der Dialog etwa mit der DİTİB, dem Moscheeverband der von der Türkei herkommenden Muslime, schwieriger geworden. Das wird dadurch verdeutlicht, dass einfach dieser Verband innerhalb Deutschlands nicht unabhängig ist, sondern vom türkischen Staat sehr genau beobachtet und die Verantwortlichen auch bestimmt werden. Und da hat uns im vergangenen Jahr, haben uns bestimmte Gutachten, die von Diyanet, also der türkischen Religionsbehörde, in Auftrag gegeben worden waren, doch sehr irritiert. Da war wieder die Rede davon, dass wir, die Christen, die Ungläubigen sind. Das sind natürlich Voraussetzungen, die einen Dialog auf Augenhöhe, zumindest in der gegenseitigen
Ehrerbietung, Ehrfurcht und Toleranz voreinander schwer möglich machen. Wir gehen damit so um, dass wir unsere Partner im Gespräch dann einfach fragen. Das ist uns aufgefallen. Wir hören davon, wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zum Dialog, den wir miteinander führen? Also man muss dann auch wirklich ehrlich miteinander sein. Und das ist nicht immer einfach. Nachdem lange Jahre der gute Weihbischof Jaschke von Hamburg für diesen Dialog gestanden ist, ein Nachfolger. Und es gibt zwei Elemente, die so auf den Bischof von Limburg hindeuten. Das eine ist Frankfurt. Wir leben da in einer multireligiösen Stadt und sie gehört zu unserem Bistum. Und das andere ist das Zentrum CIBEDO, christlich-islamisches Begegnungs- und Dokumentationszentrum, das an der Hochschule St. Georgen seinen Ort gefunden hat. Dort wird in ausgezeichneterweise seit nunmehr über 40 Jahren der Dialog zwischen Christen und Muslimen ja wissenschaftlich, theologisch begleitet, beraten. Und dann erlebe ich natürlich, dass sich Menschen islamischen und christlichen Glaubens begegnen und dass sie auch einander lieben lernen, also sprich auch die Ehe miteinander suchen. Das setzt das Gespräch über die Freiheit der Religion voraus. Das ist ein Knackpunkt, ganz sicher. Wir müssen einfach dafür einstehen, dass überall in der Welt, nicht nur hier in Deutschland, die Freiheit der Wahl der Religion und auch die Freiheit des Neins zu einer Religion für alle Menschen zu den Menschenrechten gehört. Das betrifft dann vor allem islamische etwa Frauen, die einen christlichen Mann heiraten oder umgekehrt, wo doch sehr häufig der Druck der Familie oder der kulturelle Druck noch recht stark ist. Mein Wunsch für diesen Dialog ist, dass wir wirklich über Fragen des Glaubens miteinander ins Gespräch kommen. Oft sind es eher politische Fragen, die wir stellen. Über Freiheit und Gerechtigkeit müssen wir miteinander reden. Also Elemente, die jetzt in diesem neuen Dokument zwischen dem Papst und dem Scheich der Al-Azhar-Universität angesprochen worden sind. Da wünsche ich mir mehr Gespräche und ich habe den Eindruck, mit den islamischen Theologen an unseren Hochschulen und Universitäten könnten wir in diesen Dialog gut eintreten.